Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir waren ja in den letzten Folgen schon im Bauabschnitt Süderbrarup unterwegs und ein bisschen darüber hinaus. Parallel zu dieser Küstenstrecke verläuft ja auch noch ein bisschen oder mehr oder weniger parallel und halt ein paar Kilometer versetzt, verläuft ja auch noch die Neubaustrecke für die schnellen Züge und der wollen wir uns jetzt ein bisschen widmen. Also wir werden so ein bisschen nacharbeiten, gehen ein bisschen zurück auf der Zeitachse und beginnen mal hier mit ein bisschen Straßeninfrastruktur, bauen das im Wesentlichen alles mal irgendwie noch ein bisschen zusammen. Die ganzen Straßen, die ich hier schon mal reingezogen habe, die schließen wir noch irgendwo an, wo es gut reinpasst. Und ihr seht schon diese Brücke, die sich hier befindet, da werden wir uns dann so ein bisschen drauf konzentrieren. Das ist also Teil der Neubaustrecke. Und erstmal schaffen wir noch so ein bisschen, bringen das drumherum halt erstmal noch so ein bisschen in Form hier mit diversen Wanderwegen, Fahrradwegen, Nebenstraßen und diesem ganzen Uferbereich rund um diesen kleinen Nebenarm, Nebenfluss, der hier durchfließt. Übrigens auch die Verbindung zwischen Küste und dort hinten dann irgendwo auch die Dieselstrecke. So, das ist jetzt auch nochmal so ein kleiner Einwurf sozusagen. Das ist dann schon, vielleicht kann man es einigermaßen erkennen, der Bauabschnitt Süderbrarup. Praktisch hier noch nackig, mehr oder weniger, da ist noch nichts passiert zu diesem Zeitpunkt. Da habe ich mir hier auch nochmal so ein kleines Flüsschen reingezogen. Dadurch hat sich auch nochmal so ein ganz kleines Tal ergeben. Ziehe mir hier nochmal so einen kleinen Feldweg parallel zu diesem Flusslauf entlang. Und hier ziemlich genau in diesem Bereich ist dann eben später erst Süderbrarup entstanden. Okay, aber darum geht es ja nicht. Wir bauen mal die Brücke ein wenig um. Wird einmal komplett abgerissen. Dann werden die Gleise hier nochmal ersetzt durch die NEP-Gleise. Und dann hat man hier natürlich wie üblich die Qual der Wahl. Hab mich dann für diesen Brückentypen hier entschieden. Ich denke, das kann man schon machen bei der Neubaustrecke. Und das wird jetzt fertig gebaut. Mit Brückenköpfen. Und diversen Stützpfeilern. Beziehungsweise das, was ich hier gerade verbaue, sind ja eigentlich die Brückenköpfe oder sind als Brückenköpfe gedacht, kann man aber auch als Brückenpfeiler verwenden. Spricht auch nichts dagegen. Und ich habe geschaut, dass ich die Brückenpfeiler halt generell so ein bisschen massiver gestalte. Die sind mir sonst doch ein bisschen arg, erscheinen mir ein bisschen arg dünn. Hier wird das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, praktisch mit einem Fundament ausgestattet. Hier direkt im Uferbereich. Dann schnappen wir uns einmal den Pinsel und pinseln das schon mal so ganz grob an. Also wirklich nur mit dem großen Pinsel einmal schön drüber gehen. Schnappen uns dann den Baumpinsel, wählen Gebüsche aus und lassen mal das Ufer hier noch so ein bisschen zuwuchern. Alles schön eingewachsen. Und nehmen den ganzen Bereich bis hier vorne auch direkt noch mit. Ja, ist vielleicht auch alles in allem wieder ein bisschen übertrieben. Also insgesamt einfach wieder viel zu viele Gebüsche verwendet. Aber solange es mir die Performance nicht komplett runterzieht, ist das schon in Ordnung. Aber ich muss mich da tatsächlich ein bisschen zurücknehmen. Alte Krankheit von mir. Okay. Dann ziehen wir uns hier nochmal einen weiteren Weg rein. Direkt entlang der Bahngleise, was dann vielleicht auch dazu dienen könnte, wenn man hier vielleicht tatsächlich mal einen Zug evakuieren muss. Oder generell, wenn irgendwelche Bauarbeiten, Instandsetzungsarbeiten stattfinden müssen, dass man hier halt auch irgendwie mit dem schweren Gerät hinkommen kann.
Okay, dann haben wir in diese Richtung das mal einigermaßen in Form gebracht. Dann sind noch ein paar weitere Bäume und so weiter dazugekommen. Und dann machen wir mal hier bei der Brücke ein bisschen weiter. Da habe ich auch nochmal, naja, vielleicht ist es auch so eine Art Evakuierungsfläche, die ich hier geschaffen habe, aber auch generell einfach eine Möglichkeit für, naja, Instandsetzungsmitarbeiter eben hierher zu kommen. Damit man einfach hier die Brücke erreichen kann. Alles ein bisschen eingezäunt mit diesem etwas erhöhten Metallzaun. Dann hier auch praktisch am Auffahrtsbereich zur Brücke selbst alles nochmal ein bisschen hier mit Beton ausgestattet. Stromkästen hinzugefügt. Den großen und den kleinen. Hier vielleicht nochmal irgendwie ein Geräteschuppen. Und auf der anderen Seite gibt es noch ein weiteres Signal. Blocksignale, die sich hier befinden. Jeweils auf beiden Seiten der Brücke. Und außerdem haben wir so natürlich auch nochmal eine ganz nette Filmstelle erhalten. Mitarbeiter sind auch gerade vor Ort, reparieren hier irgendwas oder kontrollieren vielleicht einfach irgendetwas. Und dann haben wir hier nochmal so eine nette kleine Szenerie. Auf der anderen Seite der Brücke machen wir das ganz ähnlich. Statten das auch ein bisschen mit so Beton aus. Schaffen hier auch nochmal so eine Art, nennen wir es mal Zugangsfläche, dass man da halt einfach hinkommt. Dass man da nicht irgendwie die Böschung hochkraxeln muss, sondern da einfach gemütlich mit dem Fahrzeug anrücken kann. Also ein Betriebsweg, könnte man sagen. Auch hier alles ein bisschen anpinseln. Und natürlich fügen wir hier auch wieder so einen Metallzaun da noch hinzu. Immer ein bisschen Fummelarbeit. Auch hier schnappen wir uns nochmal ein paar Stromkästen. So, es empfiehlt sich eigentlich fast die freie Hand zu platzieren, sonst ist das immer relativ viel Fummelarbeit, wenn man die hier an die Gleise dran snappt. Aber egal. So, das wäre einmal erledigt. Dann fügen wir hier auch noch ein weiteres Signal hinzu. Und damit sich die Mitarbeiter hier nicht die Reifen kaputt fahren, war ich mal spendabel und habe hier noch so eine kleine Rampe mit eingebaut. Kleines Detail, was wahrscheinlich nie jemandem aufgefallen wäre. Naja, wobei, man weiß es nicht. Okay, gestalten wir das Ganze unterhalb der Brücke noch ein bisschen. Da habe ich hier nochmal so einen kleinen Bachlauf mit eingebaut, der sich hier so parallel zu diesem Fußweg ein bisschen entlang schlängelt und sich dann dort unten hier in den kleinen Nebenflussarm ergießt. Das Ganze mit einem Kanalrohr. Dann gibt es hier auch diese Flusstextur, also Flussgrundtextur. Passt dann hier auch ganz gut dazu. Dann hier geht es ja noch unter der Straße hindurch, auch nochmal das Ganze per Kanalrohr realisiert. Und das dann hier auch noch so ein bisschen mit Leitplanken ausgestattet, damit mir hier niemand in den Bach reinsegelt, wenn sie hier vielleicht ein bisschen zu schnell entlang rauschen, die Autos. Auf der anderen Seite genauso. Stückchen Leitplanke, dann abgesenkt. Nochmal ein bisschen begrünt, paar Gebüsche dazu geschmissen. Und dann wächst und gedeiht das langsam so und sollte uns auch noch mal ein paar ganz nette Filmperspektiven verschaffen. Zu guter Letzt noch ein bisschen anpinseln hier. Das ist, glaube ich, Wasser, die Wasserschilftextur sozusagen, passt ganz gut, um hier so kleine Bachläufe, die Ränder davon, ein bisschen anzumalen. Und noch eine Handvoll Verkehrszeichen hier unten bei der Kreuzung. Jo, und dann kann man, glaube ich, schon erahnen, das sollte ein paar ganz nette Filme Aufnahmen ergeben. So, dann hier auch nochmal, da haben wir auch nochmal ein etwas längeres Stück Landstraße, was hier wirklich direkt neben dem Bach entlang läuft. Da habe ich mich auch nicht lumpen lassen, habe hier nochmal ein Stückchen Leitplanke mit reingezogen. Einfach aus Sicherheitsgründen. So, auch da nochmal ein, zwei Verkehrszeichen hinzugestellt.
Nochmal ein bisschen angepinselt. Und nochmal ein Kanalrohr verbaut. Ist halt eine recht simple Methode, da muss man da nicht irgendwie eine Brücke reinfummeln. Das braucht es auch nicht immer. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut, diese Kanalrohrbauweise. So, dann hier noch ein Stückchen Kabelkanal entlang der Neubaustrecke reingezogen. Einmal bis zur nächsten Brücke einfach. Und dann gehen wir hier unten unterhalb der Brücke nochmal dran. Statten das Ganze noch mit ein bisschen Dekoration aus, ein paar kleinere Details, Sitzgelegenheiten, ist ja ganz nett hier. Kann man es, glaube ich, ganz gut aushalten. Und hier in dem Bereich laden wir nochmal ein paar Holzstämme ab, die hier gerade aus dem Wald rausgezogen wurden. Und dann später noch irgendwann abgeholt werden. So, alles noch ein bisschen mit Dreck und Kiestexturen angepinselt. Dann schnappen wir uns natürlich noch ein paar Personenassets. Hauchen dem Ganzen noch ein bisschen Leben ein. Ein paar Spaziergänger, ein paar Wanderer, ein paar Leute, die sich hier aufhalten. Hier rumsitzen. Das Wetter genießen. Und ich denke, Paradfahrer dürfen natürlich auch nicht fehlen, ich denke, dann kann man das schon so weit in Betrieb nehmen und ein paar Züge fahren lassen. Und erst ein, zwei Wochen, nachdem ich das dann fertig gebaut hatte, kam dann auch das Landmaschinenpaket hinzu. Also das werden wir dann hier auch nochmal ein bisschen im Einsatz sehen. So, einmal kurz der Blick auf die Altbaustrecke, die Küstenstrecke hier unterhalb, dann hier der weitere Verlauf dieses kleinen Flussarmes, der sich dadurch schlängelt. Ein, zwei Gebäude sind noch dazugekommen dort hinten, eine kleine Wirtschaft, wie ihr sehen könnt, und auch mit Besuchermagneten, also mit Kapazität ausgestattet, führt halt dazu, dass hier auch ab und zu ein paar Autos durch die Gegend fahren. So, das müsste der Frecciarossa sein hier, italienischer Hochgeschwindigkeitszug. Da unten seht ihr schon, habt ihr vielleicht ganz kurz gesehen, wo ich die Baumstämme abgeladen hatte. Da ist auch eine entsprechende Landmaschine noch dazugekommen. Passt also auch ziemlich gut rein. Das ist auch alles schon hier mit Hektometertafeln ausgestattet. Hier unten habe ich noch eine kleine Schranke mit dazu gebaut, einfach weil das ist ja quasi Betriebsgelände, Bahngelände. Und dementsprechend auch nur für befugtes Personal zugelassen. Einmal der Blick von unten auf die Brückenkonstruktion, schlicht gehalten, aber ich finde, es fügt sich ganz gut ein hier in die Landschaft. Im Hintergrund die Windräder. Uferbereich habe ich auch noch ein bisschen weiter angepinselt mit ein bisschen Schilf und solche Sachen, wie man hier ganz gut erkennen kann. Ganz da hinten ist dann auch der Küstenabschnitt. Ja, so sieht's aus. Eine Brückenkonstruktion, eine von mehreren, die noch fehlen hier auf der Neubaustrecke. Das geht auch einfach so parallel zur Altbaustrecke. Praktisch entwickle ich die Neubaustrecke mit. Das ist zumindest mal so der grobe Plan, bis wir dann eben bei der nächsten Ortschaft und dem nächsten Bahnhof angekommen sein werden, wo das Ganze wieder zusammengefügt wird. Okay, hier nochmal ein bisschen im etwas größeren Kontext mit dem Hindenburgdamm dort im Hintergrund und Westersiel. Schauen wir ein bisschen auf die Züge. ICE kommt angerollt, überquert die Brücke mit knapp 160 Stundenkilometer und fährt weiter Richtung Hansburg, irgendwo dort im Hintergrund. Da kann man die Stadtkulisse auch ein bisschen erkennen aus der Ferne. Sind also doch, wir haben schon einige Kilometer jetzt zurückgelegt. Ich müsste mal nachmessen. Aber wir sind schon ganz gut vorangeschritten hier in diesem ganzen Küstenbauabschnitt. Dann haben wir hier nochmal einen Vertreter der niederländischen Eisenbahnen. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Gibt ja eine ganze Menge von diesen Triebwagen, Triebfahrzeugen. Und hier sieht man nochmal schön diese Landmaschine für die Baumstämme. Und ja, auch hier der streut Mist aus, glaube ich, Ackertextur wäre wahrscheinlich passender gewesen, aber das ist auch, ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, das Paket ist erschienen und ich wollte unbedingt so schnell wie möglich
möglichst viele verschiedene dieser Landmaschinen einfach auf die Karte bringen, weil die einfach da echt das, einfach das Salz in der Suppe sind, das Sahnehäubchen. Ist einfach großartig. Bislang konnte man halt Traktoren über die Felder fahren lassen, war auch schon ganz cool, aber das ist einfach nochmal eine ganz andere Außenmanier. Und ich feiere das, muss man sagen. Im Hintergrund hier wird auch Gülle ausgebracht. Aber wie gesagt, normalerweise, wahrscheinlich würde man das nur auf einem noch nicht bepflanzten Acker machen. Aber da nehme ich es nicht so genau für den Moment. So, Schweizer Vertreter kommt aus der Schweiz, unterwegs Richtung Hansburg Hauptbahnhof. Relativ flott unterwegs der Kollege hier, überquert auch die Brückenkonstruktion. Und rauscht dann weiter Richtung Stadt. Hier sieht man nochmal schön im Vordergrund so ein bisschen diesen kleinen Bachlauf. Und oh ja, Museumszug im Hintergrund lässt sich blicken. Das ist diese ganz schnelle Dampflok. Es ist die Baureihe 18. Ich bringe das immer wieder durcheinander. Rollmaterial, also Wagenmaterial, was hinten dran hängt, ist auf jeden Fall italienisch. Die Gran Confort-Wagen, glaube ich, heißen die, bin mir nicht ganz sicher. Hat so ein bisschen einen Touch von Rheingold, ne? Sehen auf jeden Fall auch sehr gut aus, passen sehr schön. Passt gut zusammen, finde ich, mit so einem Museumszug und einem schönen dicken Dampfer vorne dran. Zwei Tender sogar, Doppeltender. Ja, schön anzusehen. Jo, auch der dreht aktuell seine Runden hier auf der Neubaustrecke. Der nächste Kandidat, nochmal ganz normaler ICE, ICE 3 oder 4 müsste das sein. Der hier gerade die Brücke passiert. Auch weiter Richtung Schweiz fährt. Die meisten dieser Züge sind jetzt natürlich nur für diese Filmaufnahmen auf die Strecke gekommen, sonst wäre das alles ein bisschen zu viel. Railjet hatten wir schon lange nicht mehr, sorry dafür. Diesmal unterwegs in der Versuchslackierung. Auch schön anzusehen. Der flitzt weiter Richtung Hansburg Hauptbahnhof. Auch da nochmal schön zu sehen, der ganze zurückliegende Bereich, Campingplatz, im Hintergrund die Stadt und so weiter. Was haben wir hier? Nochmal ein klassischer Intercity, würde ich mal sagen. Diesmal mit einer blauen 101 bespannt. Hat auch schon ganz gut Tempo aufgenommen. Rauscht hier über die Neubaustrecke Richtung Schweiz. Und aus der anderen Richtung kommend ein Flixtrain. Öfter mal was Neues. Kommt auch regelmäßig in den Kommentaren. Hier habt ihr ihn mal wieder. Und ich denke, ist auch ganz gut aufgehoben hier auf der Neubaustrecke. Bespannt mit einer... Oh, das ist eine 185. Das wollte ich nicht. Ich hatte, glaube ich, irgendeine andere Lok im Sinn. Aber ist auch egal. Kann er auch ziehen, denke ich. Das passt schon. Fährt halt nicht ganz so schnell. Ich glaube, 185. 160 km/h. Bin mir nicht ganz sicher. Auch zwei verschiedene Varianten von diesen Flixtrain-Wagen. Mal was Grünes auf den Schienen zur Abwechslung. Aus der Gegenrichtung kommt. Es ruckelt ganz schön diesmal. Da muss ich mal im Videoschnitt ein bisschen mehr drauf achten. Sorry, Leute. ÖBB interessiert die. Auch ganz klassisch, würde ich mal sagen. Taurus vorneweg. Auch nett anzusehen. Schöne Farbgebung, gefällt mir gut. Hier nochmal die Nahaufnahme. Ist, glaube ich, gar keine 1116, müsste eine 1216 gewesen sein, wenn ich das richtig erkannt habe. Schwer zu sagen bei der Geschwindigkeit. Na schön, und dann soll es das für den Moment auch schon wieder gewesen sein. Damit haben wir diese Region, würde ich mal sagen, soweit gut in Form gebracht und in der nächsten Folge werden wir uns dann wieder dem Weiterbau der Küstenstrecke widmen, immer weiter
Richtung Schweiz. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.